Hallöchen! Hallihallo, wie der Sherpa sagen würde. Ich habe hier zwischendurch mal ein bisschen Leute abgeschossen. Und ihr seht, ich schieße immer noch Leute ab. Hier hat man keine Ruhe, wenn man hier steht. Und ich wollte jetzt mit euch dahin, wo Rabbi Rayrana hoffentlich ist, den wir auch schon seit... Ich brenne hier schon wieder alles ab. Pyromanin Annika, den wir ja eigentlich auch schon seit 5 Millionen Part suchen. Bin mal gespannt, wer er ist, was er macht und warum ist er wieso. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist der verlassene Weiher, den hat man gesehen vom Türmchen aus. Ort entdeckt. Das ist wirklich schön, dass wir den Ort entdeckt haben. Mal gucken, was das für eine Type ist. Diese Scheißwölfe. Ich bin immer noch begeistert, dass wir den letzten Part überlebt haben. Was ist das denn? Ach, das sind Schweine. Na, dann gehen wir mal hier rein. Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabbenrangoon in Kyrat. Ich bin Rabbi Rayrana und ihr hört im Moment den... O-M-G-A-J-G. Ach du Heilige. Na leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich habe dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freiskyrat. Rabbi Rayrana. Du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbaugh, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Habe ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch! Was? Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Verdammte Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank. Ist wie in Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freiskyrat mit Rabbi Rayrana und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Halt! Okay. Versteht ihr jetzt, was ich meine mit Rabbi Rayrana? Ist etwas durchgeknallt, was sie auch manchmal in den Autos erzählt. Ich würde da gerne... wer ist da? Was ist da in dem Karton? Was ist denn da drinne? Ist da ein Äffchen drinne? Shoto hieß der, ne? Ach du meine Güte, ist ja nicht so, dass wir jetzt schon wieder eine neue Aufgabe bekommen? Was ist denn da? Ja, geil. Um dahin... Aber wisst ihr, was das Gute ist? Wisst ihr, was das Gute... Was ist denn das hier? Tirta. Davon haben wir schon gelesen, ne? Gott, das Schöne ist, wir kommen ja an einem Außenposten vorbei, den wir sowieso einnehmen wollten. Oh, Kacke, 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 so viele Aufgaben, so viele Aufgaben. Wo ist eigentlich die Attentataufgabe hin? Hat mir hier nicht mal eine Attentataufgabe, die wir machen hätten könnten? Aber jetzt ist, glaube ich, weil diese Aufgabe hier aktiviert ist, können wir schon wieder nichts anderes. Das sind alle Aufgaben wieder ausgeschalten. Ach ja, wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Wäre das so schlau, da den Außenposten ab... Tja. Können wir den überhaupt ausschalten, wenn wir da hinlatschen? Ich versuche es einfach. Wir versuchen es einfach. Auf dem Weg dahin liegen so ein paar Sachen, ne? So ein Poster. Eine Maske. Ganz viele Orte. Wir gehen erstmal hin.
Oder besser gesagt, wir fahren dahin. Mit eins dieser süßen Autos hier. Die Royal Army hat ein Dorf in der Nähe übernommen, um ein Propagandazentrum zu errichten. Zerstöre die gesamte Propagandaausrüstung, eliminiere alle Gegner. Uiuiui. Wenn's nix... Oh, irgendwie, ich würde hier gerne mal über diese Scheibe gucken. Hallo? Wir sind schon wieder Gegner. Was ist denn hier schon wieder los, Leute? Kann man euch nicht mal eine Minute alleine lassen, ohne dass ihr euch tötet? Seid ihr fertig? Dann nehme ich gerne den Truck hier. Der fährt sich nämlich besser als das. Wo denn? Ah, da. Ja. Ne? So. So geht es. Fahren wir jetzt denn hier den richtigen Weg lang? Wir fahren tatsächlich einen kleinen Umweg. Wartet mal, das machen wir anders. Wir gehen mal erst zum Maske, da müssen wir dann wieder, da müssen wir wenden. Oh. Oh, oh. Hier stehen ein paar Autos rum. Oh, und da haben wir wieder Ravi Rayana. Ich mag den Typen. So. Den Sherpa nicht überfahren, Annika. Wir könnten hier eigentlich auch diese automatische Fahrhilfe anstellen, aber dann würden wir meine... Oh, oh mein Gott. Meine geilen Fahrkünste verpassen. So. So und so, da habe ich schon wieder Wölfe gesehen. Die können mich jetzt mal langsam Arsch lecken hier. Die haben uns fast getötet. Oh, ich fahre ich mal lieber aus dem Weg. Hä? Ich bin falsch. Warum sagt mir das denn keiner? Hä, wollte ich denn da langfahren müssen? Seltsam. Seltsam. Reise zum Weg. Ja, Reise zum Wegpunkt, das macht ihr hier schon. Ich reise ja schon zum Wegpunkt. Oh Gott, da ist ein Tiger. Auf den hätte ich jetzt auch keine Lust. Huh, oh Gott. Was mache ich denn hier? Ich fahre wie ein Profi. Oh Gott, die fahren hier alle wie Profis. Schön. Oh Gott, Gegenverkehr. Oh mein Gott, wenn ich hier wirklich fahren müsste, ich würde sterben. Ich würde so richtig sterben dabei. Leute, Sender Freies Kühlreis. Am Mikrofon. So, oh mein Gott, was ist das denn? Aber das ist egal. Ach, das ist ein Stein. Oh Gott, oh Mann. Schön, ja. Willkommen im Far Cry 4, wo Annika denkt, dass Steine irgendwelche Tiere sind. Oh, das ist der Außenposten. Moment, wir müssen erstmal hier rein. Ich will gerne die Maske haben. Das sind nur Schweine, die tun uns nichts. Maske ist wieder auf dem Grund hier, oder wie? Ja, ist er. Da hinten ist er. Und da haben wir sie. Supi, das ging ja schneller als ihr dacht. War hier nicht sogar noch was anderes in der Nähe? Da ist noch ein Poster. Das können wir nach dem Außenpost machen. 8 von 55. Und Nähzeug haben wir bekommen. Tja. So. Nee, wo ist denn jetzt der Außenposten? Da. Wir müssen zwar eigentlich... Eigentlich müssen wir... Da ist der Außenposten. Ich hätte gerne höhere... Da. Und ich hoffe, uns greift hier nichts an. Haben wir überhaupt Köder? Haben wir Köder? Hat Annika Tiere getötet? Ja, hat Annika. Sehr schön. So, nächster Außenposten. Was auch heißt, dass wir wieder neue Aufgaben bekommen werden, aber... Naja. Hauptsache wir erstmal den Außenposten. Die Aufgaben können wir immer noch machen. Was macht der da? Der baut irgendwas ab. Der spielt ein bisschen Minecraft. All klar. Aha. Da ist auch noch einer. Da ist ein Propagandaposter. Ist irgendwo ein Scharfschütze?
Da haben wir noch jemanden. Ich würde, warte mal, Moment, Kamera, mach dich mal vom Acker. Ich sollte hier nicht so rumrennen. Wie eine Blöde. Man sieht mich da wieder alle doniert. Ding, was hier rum. Oh, da ist noch einer, den können wir gleich mal. Kamera, siehst du den? Sehr schön. Ich würde gern mal wissen. So. Köder-Action! Bitte lass irgendwas kommen. Jawoll! Stellt die Köder ab! Rotfellhunde! Die sind nicht so hartnäckig wie die anderen Tiere. Leck mich, ich lad nach. Hammer. Können wir noch was andere Tier ranlocken? Was ein bisschen effektiver ist als. Ein Honigdachs, euer Ernst. Der Honig. Wow! Ja, der Honigdachs. Na! Ach du Heilige. Oh, da kommt Tiger. Ich höre noch. Oder der Tiger kommt auf uns zu. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Nein, nein. Scheiße! Mann! Warum kriegt das einfach nicht mehr hin? Ja, natürlich. Wir haben nichts anderes erwartet, außer... Oh, wir haben Propagandaposter zerstört. Das wollte ich doch gar nicht. Warum ich jetzt so weit weggehe, ist deswegen, dass ich ein bisschen Schutz habe vor den Idioten. Ach, das kann doch wieder nicht werden, ey. Ja, kommt zu Fuß. Oh, wir haben auch noch genau eine Heilspritze. Das ist natürlich ein Traum. Okay, das war schon mal gut. Das war ja nicht so schlecht, die Sache. Oh, das ist ein Jäger! Oh nein! Nein, keine Jäger! Wer hat die denn herbestellt? Oh, ich bin gleich tot. Was zum Vorteil hätte, dass wir den Posten nochmal spielen könnten, aber ich kenne weg, nicht sterben. Da unten ist noch einer. Ach, der sitzt in diesem scheiß MG. Und da unten, ist das ein Jäger? Ja, ist ein Jäger. Scheiße. Ach! Ich kann mich nicht mehr richtig heilen. Jetzt ziehen wir uns wieder irgendwelche Kugeln aus den Armen und Pfeile und wisst der Teufel nicht was? Zufälligerweise ist hier gerade nirgendwo. Was machst du denn da? Sag mal. Gut, der wäre weg. Wie viele haben wir denn jetzt noch? Exakt. Muss man. Nein! Wie auch immer das war. Drei Stück noch? Oh Gott. Weg bist du, wo die sind? Wenn ich das wüsste, wo die sind. Da oben ist schon mal einer. Ah! Immer noch der Maschinengun-Typ. Oh Gott. Ich sterbe. Nee, das ist ein normaler Typi. Ach, drei. Wir müssen aus dem Schussfeuer von diesem MG-Schütz-Ding raus. Naja. Ja, gerade bin ich wirklich schwach. Ich sterbe nämlich fast. Idiot. Ah, hier habe ich gerade ein bisschen... Wo sind denn die? Da unten ist einer. Oh, Mann. Ah, Gott, ja. Ist da immer noch der? Da ist er. Oh,
Hammert mal bald hier mit dem scheiß Außenposten? Wäre geil. Ist immer noch der Schütze da unten? Nee, der ist langsam auch schon tot. Und nu? Da ist noch irgendwo einer. Ah, wir haben keine Muni mehr dafür. Nein! Oh Gott. Oh! Mann! Ashram der sieben Schätze haben wir eingenommen. Naja. Naja, naja. Was war jetzt eigentlich passiert, dass hier wieder alles außer Rand und Band geflogen ist? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Was ich schon wieder falsch gemacht habe. Achso, ja, gut, ihr sehen. Ja, hm. Oh, wo ist der Tiger? Ich höre noch. Ach, sag bloß, wir hätten hier einen Tiger befreien können. Scheiß auf sowas muss ich mehr achten. Da ist er. Kacke. Ah, Mann. Was machen wir mit diesem gefährlich reinen Heroin? Was machen wir mit diesem gefährlich reinen Heroin? Ich würde mal sagen, kaputt machen oder so. Ah, Mann. Ich hätte gerne anders gelöst, aber gut. Oh ja, heilen. Heilen ist eine geile Sache. Aber wir haben ja noch ein paar Außenposten, wo wir das machen können. Ja, ich weiß, da lag ein Zettel, den lese ich auch sofort. Ja, springen Sie mir in die Wehen. Der Befehl ist unmissverständlich: sammeln und verbrennen. Alles, was wertvoll erscheint, wird verpackt und nach Yalendu geschickt. Trucks werden kommen, um die Sachen abzuholen. Sammeln und verbrennen Sie alle anderen religiösen Utensilien. Senden Sie den Einheimischen eine Botschaft. Die Schule der sieben Schätze ist Geschichte. Da ist die letzte Lektion, die es hier zu lernen gibt. Lieutenant Sandar. Okay. Mann, Kacke, wir hätten diesen scheiß Tiger einfach freilassen können. Dann, naja. Naja. Naja, naja. Wir haben schon lange nicht mehr irgendwas von Papi gehört, ne? Von einem Tagebuch. Ich hoffe, die lassen den Tiger nicht frei. Wenn, dann bleibe ich einfach hier drin stehen und helfe dir nicht. So. Ja, das ist nett, dass wir die freischalten haben. Munition nachfüllen wäre saugeil. So. Das brauchen wir. Hier. Ha, haben wir freischalten. Wir können uns hier Haftgranaten. Wie benutze ich das denn? Wir können uns hier ganz schön viel Unsinn kaufen. Wir könnten mal langsam wieder looten anfangen. Langsam haben wir ja hier noch Platz. Waffen, Seitenwaffen, okay. Wir könnten aber auch mal Sachen verkaufen. Nee, Zeug, Teebeutel noch. Achso. Plastikelefant, Stapel verkaufen. Nee, wir haben 6-mal Königstigerfell. Jetzt im Ernst? Brauchen wir das noch? Zumindest nicht so viel. Einmal 3 Stück reichen noch. Was ist denn eine Kuh? Aha. Mhm. Eine benutzte Kerze. Oh ja. Da haben wir wieder Antibabypillen. Sehr schön. Ah, die Babypille, die brauche ich nicht im Spiel. Schutzhelm. Latexhandschuhe. Oh Gott. Ich merke, wir haben schon seit Ewigkeiten nicht mehr verkauft. Ist natürlich schön. Und bei euch so? Ich hoffe, ihr verkauft hier auch alt richtig. Nicht, dass ich irgendwas Riesentigerfisch haut, haben wir noch. Die ist noch übrig von. Oh, großer Smaragd. So. Geschäftsgeheimnisse verkaufen wir auch noch. Ich hoffe, ich... Ja, Moms Notiz. Moms Notiz wird bis zum Schluss hier in meinem Inventar bleiben. So, jetzt haben wir nur Sachen drin, die wir auch brauchen. Haben jetzt dann schon viel Geld. Und zum Glück, bei diesem Außenposten, haben wir nicht wirklich jetzt eine neue Mission bekommen, was ganz schön geil ist, weil jetzt können wir einfach mal hier hintappeln. Da können wir einfach mal dahin gehen. Oder wir gehen einfach mal ganz schnell noch woanders hin. Das Tiger... Hier ist noch eine Maske. Das ist eine Maske. Hier ist ganz schön viel Zeug. Werde ich denke mal, sowas hier, so Papis Tagebuch und hier so Maniemühle, Masken und so. Das kann ich ja alles hier mal, was hier drumherum ist, dann außerhalb der Aufnahme wieder holen. Aber jetzt müssen wir erstmal da uns da weiterkämpfen. Wir nochmal kurz so. Ja, sieht doch schon jetzt nett aus hier, was war. Hier ist eine Festung. Jetzt bin ich wirklich fast bei der Festung. Jetzt sollte ich eigentlich sofort den Patty anrufen und sagen, komm her und setz hier einen Rechner. Aber, nee. Und sollte das nicht funktionieren, haben wir immer noch Hörg. Hörg hilft uns. Und man konnte doch irgendwo auch für Hörg-Missionen machen. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll.
Der hat zwar gesagt, ruf uns, aber... Hilfe anbieten, öffentlichen Korbspiel. Ach so, Schützenhilfe. Hilfe holen? Freunde einladen? Hilfe anbieten. Hilfe holen. Öffentliches Korbspiel erstellen. Und wo ist Hörg? Das ist wirklich jetzt eine gute Frage, ne? Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Da sind Außenposten. Oh Gott. Wir könnten ja mal gucken, da haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt. Das ist die falsche Taste. Fortschritt. Gucken wir doch mal. Okay, es sieht natürlich Kampagnenmission. Alter Schwede. Was ist das? Was bedeutet mit Sternchen? Gibt es irgendwie... Shangri-La, Yogi und Regi. Ja, zu denen wollen wir Longinus. Ja, wie erfüllen wir denn Aufgaben für die? Kommt das noch alles? Oh Gott, eine Festung, Glockentürme. Longinus. Karma-Level. Was passiert, wenn wir hier... Ach du Heilige. Hier gibt's ja noch mehr. Alter Schwede! Was ist das denn alles? Aha. Aha. Hier steht der ganze Unsinn. Pagan Zorn. Müssen nur noch zwei Pagan Zorn-Dinger machen? Was ist denn bitte Kyrati-Films? Ach, das sind die Rennen. Eieiei. Hat zum Glück keinen Unsinn in der Nähe gemacht. Verlorene Briefe, Propagandaposter. Oh ja, guck mal. Sehr schön. Insgesamt 22%, 11 Stunden und 12 Minuten. Uiuiui. Arena-Rang. Haben wir noch gar keinen. Ach, du Heilige. Und wir haben 8 Fähigkeitspunkte, was natürlich auch der Knaller ist. Uiuiui. Schön. Einfach nur schön. Was ist denn das? Ein Wildschwein. Okay. Und ich sehe, dass der Part schon wieder vorbei ist. Ist natürlich sehr schade. Aber wir haben endlich Robbie Ray Rana gefunden. Und ich werde schon wieder zurückgezogen von was auch immer. Dann würde ich sagen, im nächsten Part hier auf zu der Mission, die da schon angedeutet ist. Und ja, dann bin mal gespannt, was wir da machen müssen. Und ja. Wir kommen gut voran. Doch, wir kommen wirklich gut voran. Wir kommen sogar so viel voran, dass wir fast mein Plan verfolgen. Guckt mal, wir haben nur noch einen Außenposten. Und dann sind wir ja fast schon beim Kloster. Sehr schön. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier noch alt erwartet. Hier oben fängt ja dann langsam Pagans Reich an. Wo ist denn seine Burg? Wo ist die denn da? Das pinke Ding. Da ist es. Guladrajak da. Oh Gott. Pagan Minz Festung. Sehr schwer. Na schön. Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. Mein Gott, diese Karte. Hilfe. Naja, wir werden noch eine Weile Spaß haben mit diesem Let's Play. Zumindest ich habe Spaß dran. Ob ihr Spaß habt, das ist sehr fraglich, aber egal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal hier im Propagandazentrum. Und ich bin sehr gespannt, was es da erwartet. Bis dann. Ciao. Yeah.